Heute lernst du eine der Kernfunktionsweisen deines Gehirns, wodurch du wesentlich schneller lernen kannst. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und auch bevor ich selbst mich mit Lernstrategien, allgemein, wie kann man bessere Noten schreiben und so weiter, selbst für mich selbst in der Oberstufe beschäftigt habe, also noch vor alledem, habe ich schon in der Mittelstufe gemerkt, dass ich irgendwie immer schneller als meine Mitschüler lerne. Und damals war das für mich irgendwie normal. Ich dachte irgendwie, ich bin besonders intelligent oder super schlau oder verstehe Dinge einfach schneller. Rückblickend merke ich aber, dass ich einfach nur intuitiv eine Sache richtig gemacht habe, die alle anderen falsch gemacht haben. Vielleicht ein paar andere haben es auch eher richtiger gemacht, aber irgendwie hatte ich da von früh an, ja, irgendwie sofort den richtigeren Riecher. Und nachdem bestimmt einige von euch aktuell da auch noch auf dem falschen Dampfer unterwegs sind, möchte ich euch in diesem Video sagen, was ihr tun müsst, damit das eben nicht bei euch passiert. Denn es geht im Prinzip darum, wie unser Gehirn aufgebaut ist, wie es funktioniert und wie wir dieses Verständnis davon nutzen können, um wesentlich schneller zu lernen. Denn unser Gehirn kannst du dir im Prinzip vorstellen wie ein Netzwerk. Ja, du hast schon was von den Synapsen gehört und so weiter. Keine Sorge, ich mache es nicht unnötig kompliziert, sondern ganz einfach, du hast im Prinzip einfach immer nur Knotenpunkte und zwischen diesen Knotenpunkten hast du Verbindungen. Ja, das heißt, es kann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt Urlaub sage, ja, dann geht, jetzt sehr vereinfacht gesagt, gibt es in deinem Kopf einfach so diese Abspeicherung mit Urlaub, ja? Und dann hast du quasi diesen Knotenpunkt Urlaub, kannst du echt wie so eine Mindmap vorstellen. Ja, Mindmap ist vielleicht die beste Veranschaulichung davon. Stell dir einfach vor, du hast eine Mindmap und da schreibe ich jetzt ganz fest Urlaub rein. Dann kannst du natürlich außenrum ganz viele Dinge dazu schreiben, ja? Das heißt, du sagst zum Beispiel, ich denke da an Strand, ich denke da an Italien, ich denke da an Sonne, ich denke da an Meer, ich denke da an Freizeit, ich denke da an gute Stimmung und so weiter. Ja? Das sind alles Assoziationen, also Verbindungen, die in deinem Kopf eben zu diesem Hauptknotenpunkt Urlaub bestehen. Ja? Das heißt, alle Dinge, die du irgendwie mit Urlaub verbindest. Jetzt ist Urlaub ja was, wo du schon Verbindungen hast. Ja? Das heißt, das hast du quasi schon gelernt, wenn auch nicht so wie in der Schule, sondern implizit ist wieder ein anderes Thema. Aber im Prinzip, das weißt du ja schon. Die Frage ist jetzt natürlich, wie können wir dieses Wissen darüber, dass eigentlich unser gesamtes Wissen nur wie so eine Mindmap aufgebaut ist. Ja, ihr könnt euch das wirklich so vorstellen. Das heißt, egal welches Thema du sagst, keine Ahnung, Deutschland, ja, du denkst vielleicht an Angela Merkel, du denkst vielleicht an dein Heimatland, du denkst vielleicht an die Flagge. Ja, egal was ich sag, sofort kommen dir da lauter andere Begriffe, die eben mit diesem einen Begriff verbunden sind. Meistens hast du eben ein Oberthema und dann verschiedene Knotenpunkte, die eben daran anecken. Und jetzt ist sozusagen die Frage, okay, wie kann ich das denn nutzen, um besser zu lernen? Ganz einfach. Wenn wir eine neue Sache lernen wollen, egal ob das jetzt in Bio irgendwie die Zelle ist, ob das in Geografie irgendwas über Winde ist, ob das in Wirtschaft was über die Geldpolitik ist, vollkommen egal, welchen Sachverhalt, dein Kopf möchte auch diesen neuen Sachverhalt wieder genauso abspeichern, wie er alles andere Wissen, was er bereits hat, auch eben abgespeichert hat. Nämlich wie ein Netzwerk oder eben für dich für leichtere Vorstellung wie eine Mindmap. Und das Ding ist jetzt, da über die Dinge, wo du schon Wissen hast, ja, da sind quasi diese Knotenpunkte, die sind schon längst gebildet. Ja, du hast schon Urlaub und dann Italien, Sonne, Strand, Meer und so weiter. Das hast du alles schon. Aber wenn du eine neue Sache lernst, gibt es diese Knotenpunkte und Verbindungen noch gar nicht. Das heißt, du hast noch gar nicht wirklich so Schubladen geschaffen, wo Dinge reingesetzt werden. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt, keine Ahnung, sagen, was weiß ich. Ich zum Beispiel, das ist vielleicht super spannend für euch jetzt, ich lerne aktuell, heute habe ich in meinem Psychologiestudium was über Beziehungen gelernt. Ja, wie funktionieren Freundschaften, familiäre Verbindungen, Liebesbeziehungen und so weiter. Das ist zum Beispiel heute die Sache. Und natürlich habe ich da in meinem Kopf, und du ja auch, schon verschiedene Sachen. Ja, keine Ahnung, du hast eine Vorstellung von Liebe. Wenn ich sage Freunde, dann denkst du an bestimmte von deinen Freunden, Familienmitglieder. Und genauso ist es natürlich bei mir auch. Ja, aber dann gibt es natürlich, in der Psychologie geht es natürlich alles nochmal tiefer, dann gibt es natürlich noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel, wie ist eine Beziehung aufgebaut? Ja, dann gibt es da halt irgendwie drei Elemente. Das ist gerade das, wo ich davor aufgehört habe. Freue ich mich morgen schon, das zu lernen. Es gibt quasi drei Komponenten, aus denen eine Beziehung besteht. Und was du jetzt machen kannst, um dann, oder was ich morgen auch machen werde, um das schneller zu lernen,
ist, bevor du den ganzen Text durchliest, weil ich aber hier zum Beispiel, da, sollte das nicht runterschmeißen. Hier, das ist ja ordentlich an Stoff hier, ja. Also das ist jetzt nur ein kleiner Studienbrief. Ich habe auch noch ein Buch, was ich mit über 500 Seiten lesen muss und so weiter. Aber im Prinzip, ja, wenn du das alles lernen willst, das sind ja alles reine Informationen, die in deinem Kopf abgespeichert werden. Das Problem ist jetzt, wie du ja auch in deinen Heften hast, das ist alles einfach Text. Ja? Vielleicht im Buch, der Lehrer schreibt meistens auch schon ganze Sätze. Und das ist alles linear. Ja? Das bedeutet, es sind einfach alles nur Satz, 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 Wort an Wort. Und so denkt unser Kopf nicht. Unser Kopf denkt eben immer in so Mindmaps. Das heißt, unser Ziel muss es sein, wie schaffen wir es, diesen Text in so eine Mindmap zu bringen. Und du musst jetzt nicht zwangsläufig eine Mindmap aufzeichnen, damit sein Kopf aufnehmen kann. Aber du musst die Information, du musst so eine Struktur schaffen, eine Mindmap-ähnliche Struktur, damit dein Kopf die Informationen, die dann eben hier drin stehen, einfügen kann. Also stell dir das Ganze so vor. Zum Beispiel, nehmen wir irgendein Thema, was jetzt bei euch irgendwie näher ist, keine Ahnung. Nehmen wir, keine Ahnung, Zweiten Weltkrieg. Anstatt dass du konstant dir einfach nur vielleicht das ganze Geschichtebuch durchliest, über 20 Seiten, wie der Zweite Weltkrieg verlaufen ist, mach bitte als allererstes, zeichne dir als allererstes die Struktur vom Zweiten Weltkrieg auf. Ja? Das heißt, dass du wirklich dir sagst, okay, das war vor dem Zweiten Weltkrieg, das war dann der Auslöser, so verlief das dann im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, bla bla bla, das war dann das Ende und so sah es dann danach aus. Ja? Oder wie auch immer das eben, das ist nicht abhängig davon, wie der Sachverhalt eigentlich aufgebaut ist, sondern es hängt viel mehr davon ab, wie es in deinem Buch beschrieben ist. Ja? Das heißt, du kannst eigentlich ganz simpel, gehst einfach rein und nimmst die, beispielsweise schon einfach die Überschriften, ja, super Hinweis. Oder was ich auch jedes Mal machen kann, mache, und da werde ich auch mal noch ein Video dazu zu machen. Bevor ich jedes Kapitel lese, lese ich am Ende die Zusammenfassung vom Kapitel und am Anfang die Einleitung vom Kapitel, weil da wird meistens auch schon beschrieben, keine Ahnung, so, heute beschäftigen wir uns über die Ursachen, Verlauf und Folgen des Zweiten Weltkriegs, ja. Und dann kannst du halt genau so dir das auch aufschreiben, okay, Ursachen, Verlauf, Folgen. Und dann, und jetzt schließe ich der Kreis in diesem Video eben, dann hast du nämlich Schubladen für deinen Kopf kreiert, der dann eben diese ganzen linearen Informationen einfach reinpacken kann. Das heißt, bevor du so einen Text durchliest, versuchst du erst durch Überfliegen, Einleitung und Zusammenfassung lesen, die Struktur des Textes zu verstehen. Dann zeichnest du dir diese Struktur auf und dann liest du den Text, weil so hast du quasi für deinen Kopf wieder so eine visuelle Mindmap geschaffen, wo er dann entsprechend eben auch die Informationen reinpacken kann, und du wirst merken, dass das Ganze wesentlich schneller und einfacher und dauerhafter abgespeichert ist. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video, dein Leo.